Also wir sind alarmiert worden, so Haargefahr 1, also Hilfeleistungseinsatz mit Austritt von Gefahrgut. LKW ins Straßengraben. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hat sich die Meldung auch bestätigt. Ein Tank-LKW beladen mit Diesel war in den Graben abgerutscht und musste von der Feuerwehr abgesichert werden und die erkundet werden, was überhaupt da genau stattfand oder was da los war. Jetzt liegt der ja richtig tief in der Böschung drin. Wie viele Meter sind das in etwa? Ja, der liegt so circa 3 Meter in der Böschung drin, sage ich jetzt mal. 250 bis 3 Meter auf der rechten Seite, auf der Beifahrerseite. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise noch allein befreien und hat auch selbstständig die Einsatzkräfte sogar alarmiert. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Ja, aktuell ist so die Lage mit Absprache der unteren Wasserbehörde, mit Absprache der weiteren Spezialkräfte der Feuerwehr Lauterbach, haben wir uns dafür entschieden, jetzt erstmal auf das Bergungsunternehmen zu warten, was von dem Betreiber bzw. von dem Besitzer des LKWs beauftragt wurde. Und mit dem werden wir die weitere Vorgehensweise besprechen, wie wir jetzt vorgehen, was wir machen, wie eventuell Öl aufgefangen werden muss oder Diesel. Das müssen wir jetzt alles weitersehen. Wir haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, Ölsperren im Bereich des LKWs eingerichtet, damit nicht noch weitere Gefahr der Umwelt besteht oder entstehen kann. Und aktuell sichern wir die Einsatzstelle ab und warten, wie die weitere Vorgehensweise jetzt hier stattfinden wird. Wisst ihr was über die Verletzung des Fahrers? Der Fahrer ist nicht verletzt, ist vom Rettungsdienst kurz betreut worden. Er stand ein bisschen unter Schock, aber keinerlei Verletzung des Fahrers. Und auch weitere Personen gar nichts verletzt? Keine Person weiter verletzt. Der Fahrer hat uns auch gleich Informationen gegeben, was er geladen hat und. Also von daher war er kooperativ, hat uns da im ersten Moment gleich geholfen, um da gleich erstmal ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, was überhaupt da mit Gefahrgut oder überhaupt los ist. Wenn man so einen Unfall sieht, denkt man da danach, ob das was schlimmer gewesen wäre? Ja, das erste Einsatzstichwort, denke ich, für alle Feuerwehrkräfte, ob es jetzt für uns Herb Stein oder für die Feuerwehr Lauterbach, die Spezialkräfte haben, ist erstmal eine Lage, Haargefahr 1, Hilfeleistungseinsatz mit Gefahrgut. Da weiß man nie, was einem auf einen zukommt. Das kann von bis sein, aber beim Erkunden der ersten Lage, der ersten Kräfte, hat sich es glücklicherweise nur so daraus gekriegt, keine Person verletzt, nur Diesel geladen, sag ich mal in Anführungszeichen, der letztendlich nicht ausläuft, kleine Tropfen, die wir binden, aber jetzt keine größere Havarie ist, von daher erstmal alles gut. Wie viele Einsatzkräfte war da denn insgesamt? Wir sind ca. 40 Einsatzkräfte, der Feuerwehr Herbstein Mitte, die Feuerwehr Altenschlierf, Steinfurt und Schlechtenwegen sowie die Kameraden der Feuerwehr Lauterbach mit Spezialkräften. Vogelsberger Zeitung, verlässlich, lokal und aktuell.